Hallo, hier ist wieder der Brennen von pwplay.de und ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Crew. Und wir werden jetzt nochmal die Landflucht machen, denn wir haben beim letzten Mal leider klicklich verkackt, weil ich mir hier die Karre zerscheppert habe. Ich werde das jetzt nochmal fahren. Hoffe, dass ich es auch hinkriege. Diesmal, ja. Genau, das war das. Doch. Ich war gerade irritiert. Und dann machen wir noch ein paar Missionen und schauen mal, dass wir hier weiter aufsteigen in unserer 510-Crew-Organisation. Was auch immer. Ja, eine Crew ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich mehr so eine Gang. Wir starten noch direkt vor dem Polizeirevier. Das finde ich sehr passend. Mit durchdrehenden Reifen. Sehr schön. So, diesmal wollen wir aber überleben und nicht die 44 Kilometer wieder fast zu Ende fahren und dann doch verrecken. Also ich gebe mir diesmal ein bisschen mehr Mühe. Jetzt weiß ich auch, dass es wichtig ist, darauf zu achten. So. Einmal hier rum. Ah, hier ist so ein... Nee, doch, das war der Weg. Alles klar, das war schon der Weg. Sehr gut. Also die 44 Kilometer. Beim letzten Mal haben wir die auch gut hingekriegt. Es geht natürlich ein bisschen schneller, wenn man erstmal auf dem Highway ist. Ja. In den Dörfern ist es immer so ein bisschen träge halt, ne? Es kann sein, dass ich ein bisschen manchmal abgehackt spreche, weil ich habe so ein kleines Luftproblem gerade, weil hier eine riesen Haarspraywolke in meinem Zimmer rumhängt. Und ich weiß nicht, wenn ihr Haarspray, wenn ihr das kennt von Haarspray-Nutzern, das ist super unangenehm. Es steigt dann immer so in die Nase und dann ist, als wenn man keine Luft mehr kriegt. Ein bisschen Vergasung auch, wenn ich es jetzt mal einfach so ungeniert hier rein in die Runde werfen darf. So. Ah, oh, hier können wir auch schon wieder nicht Nitron, ey. Das ist ja, das ist viel zu kurz. Ich will ja auch jetzt... Diesmal will ich mein Auto auch ganz behalten. Sonst fahren wir nämlich wieder die ganze Folge hier auf dieser Strecke. Und am Ende sind wir dann doch wieder kaputt. Ich hatte ja gesagt, ich fahre das offline, aber ich hatte ehrlich gesagt gar keine Zeit. Weil ich einfach noch... Ich muss einfach die ganzen anderen Sachen, die... Da bin ich noch bei der Produktion mit dran. City Skylines, Rocket League mache ich ja jetzt täglich auch noch. Und dann hat man noch Minecraft UHC. War sehr geil. Kann ich euch nur empfehlen. Folgt auch auf dem... Ihr habt das bestimmt jetzt schon... Also wenn ihr diese Folge seht, dann habt ihr das schon gemerkt. Der Sendeplatz von The Crew ist belegt. Da kommt nämlich jetzt UHC. Und The Crew wird ein bisschen verschoben für diese knapp anderthalb Wochen, wo UHC läuft. Es sind so... Es sind 7 Folgen, genau. 7 Folgen waren es. Der Ultra-Hardcore-Kampf mit den Village-Leuten hat sehr viel Spaß gemacht. Bin gerne wieder dabei beim nächsten Mal, wenn es zeitlich hinhaut. Hatte ich nicht mal Nitro? Ach, das war auf der Taste hier? Nee, wo war das? Auf der Taste, ah ja. Ich bin gerade noch bei Rocket League drin. Ich habe jetzt ganz lange kein The Crew mehr gespielt. Muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. So, auf dem Highway gehen wir natürlich ein bisschen mehr ab. Hier können wir auch einfach durch die Mitte fahren. Da passiert in der Regel nichts. Wir sollten nur gucken, dass wir halt nicht frontal so ein Auto rammen. Weil das gibt ziemlich viel Schaden. Oh, perfekt. Nicht mal die Mauer tangiert, ey. Ben ist der größte Fahrer der Welt. Oh. Habe ich kurz nicht aufgepasst. Wie das so üblich ist, wenn ich mich selber lobe... Passe ich danach kurz nicht auf und bums. ...273 Meilen, das läuft. Oh! Jetzt hab ich mal eine Kurve, ey, das war mies. So, jetzt wieder fangen. Und nicht hier, in so eine große Rutschpartie einfädeln. Ich glaube, wir fahren einmal komplett rüber an die Ostküste, deswegen dauert das auch so relativ lange. Ich hatte ja auch angegeben mit 10 bis 60 Minuten. Aber ich werde so ein paar PvP-Dinger hier, oder ein paar dieser Herausforderungen, werde ich auf jeden Fall für meine Crew, für die Wolves, werde ich mal offline machen auch. Offscreen machen. Oh. Ist genau wie bei Rocket League, da zocke ich... fast meine Ausfahrt verpasst. Bei Rocket League zocke ich gerade auch noch parallel zu den Aufnahmen eine Offline-Saison. Einfach damit man nochmal ein paar Punkte kriegt, damit man was besser wird auch. Bringt mir auch nochmal Skill, wenn ich da
gegen den Computer zwar spiele, aber trotzdem spiele. Und das gibt natürlich auch mehr Möglichkeiten, um mein Auto zu modifizieren. Weil ich mich halt auch nicht stundenlang da hinsetzen kann und dann immer wieder das zocken kann. Das macht zwar Laune, aber irgendwann wird es dann auch ein bisschen öde. Das ist genau wie bei The Crew. Da muss man zwischendurch auch immer wieder Abwechslung machen. Das ist ein geiles Spiel, macht mir total Laune auch. Aber es ist halt so, wenn ich die ganze Zeit so ein Rennspiel spiele, dann wird mir das langweilig. Weil man halt doch die ganze Zeit immer nur hin und her fährt irgendwie. Das ist aber bei allen Spielen so. Das ist auch bei einem MMO ist das auch so. Dass ich die ganze Zeit irgendwie auf Questjagd bin und dann irgendwie immer, was weiß ich, hier da Köpfe sammeln muss, da Ohren sammeln muss und dann hier nochmal Leute töten und den töten und was weiß ich. So WoW-Style. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das ein bisschen zu öde. Und ich sag WoW-Style, weil ich das selber gezockt habe. Da ist das nämlich tatsächlich auch so. Hat zwar auch Laune gemacht. Das ist halt auch total. Eigentlich ist es. Kommt drauf an, wofür man das spielt halt, ne? Ich fühle jetzt hier gerade so eine Grundsatzdiskussion über Spiele mit mir selber, so ein bisschen. Ist ein gutes Spiel. Es kommt immer darauf an, was man damit will. Entweder man möchte von dem Spiel total gefesselt werden und völlig in eine andere Welt abtauchen. Oder man möchte, also so kenne ich das zumindest. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie, sowas wie Brothers zum Beispiel. Da möchte ich mitgenommen werden auf eine Reise von diesen zwei Brüdern und möchte wirklich abgeholt werden und die ganze Zeit in dieser Welt drin sein, wenn ich das zocke. Deswegen habe ich jetzt auch an einem Stück durchgezockt, weil ich mir auch dachte, weil es ein Indie-Spiel ist, dachte ich mir auch schon, dass es nicht so lange sein kann. Es war ja auch nicht der Gedanke, es durchzuzocken. Es war der Gedanke, ich spiele so lange, ich Zeit habe. Und wenn es dann durch ist, ist es durch. Wenn nicht, dann nicht. So. Aber okay. Das ist so ein Spiel, da möchte ich abgeholt werden. Da möchte ich komplett in die Welt eintauchen. Da möchte ich die ganze Zeit quasi einer dieser, der dritte begleitende Bruder sein. Und möchte mich wirklich auch in die Lage der beiden Brüder reinversetzen. Ja? Das gibt es zum Beispiel. Es gibt aber auch so ein Spiel wie zum Beispiel WoW. Würde ich jetzt mal als Beispiel einfach nennen. Als MMO. Für das MMO-Genre dann. Wo ich einfach nur, da möchte ich eine Ablenkung haben. Da möchte ich einfach abschalten. Boah, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Da möchte ich so ein bisschen abschalten und sagen, hey, yo. Einfach mal ein bisschen entspannen, ein bisschen hernehmen, ein bisschen zocken nebenher und pipapo. Und dann ist das gut. Und dann kann ich da eben auch Musik anmachen. Höre eigentlich Musik oder ein Hörbuch oder habe ich früher auch gemacht, so ein Comedy-Programm höre ich mir dann nebenher an. Und gehe dann einfach farmen. In WoW. Oder halt leveln. Ist ja egal. Wenn man da nicht das erste Mal zockt, dann ist das ja alles das Gleiche. Dann kennt man die Sachen schon und dann kommt da so eine gewisse Routine auch rein. Und man kann halt wirklich bei abschalten. Ist wie so ein bisschen wie Fließbandarbeit ist das. Würde ich jetzt mal vergleichen. Also ich kenne Fließbandarbeit jetzt so nicht, aber so stelle ich mir das vor. Da braucht man halt nicht viel denken. Man kriegt im Prinzip, mittlerweile ist es ja sogar von WoW schon voreingestellt, dass man dann direkt angezeigt kriegt. Oh, gerade ist wieder ganz furchtbar mit dem Haarspray, tut mir wirklich leid. Dass man so wirklich schon vorher angezeigt kriegt, auch hey, du musst hier hin, da musst du langlaufen, da ist genau das Questziel. Man muss nicht mehr überlegen, man muss die Questtexte nicht mehr lesen, man muss im Prinzip nur noch den Pfeilen folgen und sich durchprügeln. Und da kann man halt wirklich wundervoll bei abschalten. Also ich zumindest. Wie gesagt, ich habe da Musik gehört oder irgendwas anderes. Theoretisch könnte man auch nebenher eine Serie gucken oder einen Film. Aber es hat so eine mega Doppelbelastung dann irgendwie, weiß ich nicht. Ist nicht unbedingt meins. Da anstrengt man ja auch das Hirn sehr, auch wenn man da abschaltet. Das ist halt zu viele Eindrücke. Das ist so wie Kinder, wenn die zu viel Fernsehen, dann sind die zu hibbelig und dann können die nicht schlafen. Oder kommen halt nicht mehr zur Ruhe, sagen wir mal so. Ja, und das ist es halt. Da ist halt da muss man sich halt überlegen, was möchte ich jetzt, oder warum möchte ich jetzt zocken? Möchte ich jetzt was nebenher zocken, quasi, was mich einfach so ein bisschen, damit ich was tue und nicht nur hier sitze und diese Musik höre oder keine Ahnung. Oder
weil es vielleicht auch beim Abschalten nochmal hilft. Neben dem Musik hören kann ja auch gut sein. Also ich kann zwar, ich kann mich auch zwar irgendwie aufs Bett legen oder so oder irgendwie hinhocken und Musik hören und dann entspannen, aber ich bin auch jemand, ich tue dabei lieber noch was. Also ich mache mir gern Musik an und zock zum Beispiel auf dem Gameboy oder so. Also auf dem Gameboy, auf dem ich habe zwar noch ein Gameboy, aber auf dem 3DS dann in dem Fall. Oder, keine Ahnung, habe halt WoW gezockt und dann nebenher Musik gehört. Ich hätte auch eigentlich nochmal mega Bock auf WoW wieder, aber irgendwie weiß ich nicht. Hat früher, ganz am Anfang hat es mega Laune gemacht, als ich es mit einem Kumpel zusammengezockt habe. Das ist halt das Geile so. Deswegen auch MMO. Das ist ja auch der Clou bei MMOs, dass man mit anderen zusammenzockt. Später ist das dann irgendwie, weiß ich nicht. Und dann hatte ich mal, dann hat der mein Kumpel musste, hat dann irgendwann aufgehört damit zocken halt. Ich auch. Dann habe ich mal wieder angefangen. Und dann hatte ich auch echt einen mega guten Kumpel übers Netz. Also mit dem ich immer. Das war jetzt nicht so ein, wirklich so, wie ich sagen würde, ja, das ist ein super Freund übers Internet, aber so weit waren wir da auch noch nicht. Aber wir haben halt immer zusammen gezockt und haben dann auch miteinander geschrieben und gelabert und so. Und das war halt mega geil, hat mega Laune gemacht. Wow, das war ein bisschen zu viel Drehung. Einmal so und los. Und dann stand aber leider mein Abi an. Was heißt leider? Mehr, also es stand mein Abi an und ich musste halt, mein Abo ist dann auch ausgelaufen. Ich habe dann immer nur noch einmonatige Abos gemacht, weil ich Angst hatte, dass mir keine Laune macht und da wollte ich nicht umsonst bezahlen. Und ja, und dann hatte ich halt keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr schon. Ich hatte dann halt kein Abo mehr, so, genau so. Kein Abo mehr. Hatte dann, das war auch auf einem ganz neuen Server, habe ich ganz neu angefangen. Und der war auch wirklich neu, der Server. Dann habe ich halt zwei, drei Wochen zur Vorbereitung aufs Abi. Das Abo auch nicht verlängert, weil ich dann noch lernen musste. Gerade für. Ich hatte Mathe nicht im Leistungskurs, aber im Abi als Grundkurs. Und da muss man halt für lernen auch. Das ist wirklich was, da kann man auch gut für lernen. Und das habe ich dann auch getan. Und ja, dann habe ich halt diese zwei, drei Wochen das Abo auch nicht verlängert, nicht gezockt. Und danach. Weiß ich nicht. Nach dem Abi fehlte mir dann irgendwie auch die Lust. Obwohl ich eigentlich immer noch Bock hatte, WoW zu zocken, aber irgendwie fehlte mir dann auch die Motivation, da wieder reinzugehen. Und dann habe ich halt was anderes gezockt und keine Ahnung, da hat man sich halt wieder aus den Augen verloren auch. Boah, jetzt muss ich hier mal aufpassen, ey. Das ist ja mies, hier zum Ende nochmal so richtig fetter Verkehr. Und das ist bei The Crew auch so ein bisschen. Also ich schalte jetzt auch gerade die ganze Zeit total ab, fahre hier im Prinzip nur so ein bisschen rum. Das ist ja auch so ein. Das ist ja auch ein. Oh! Jetzt wird's aber langsam übel, ey. Das ist ja auch ein. Na! Ein Racing-MMO. Und bei MMOs ist es eigentlich immer so. Weil die alle irgendwie nach dem gleichen Prinzip aufgestellt sind. Und ich hab's halt immer wieder. Ich suche eigentlich ein MMO, was sich lohnt zu zocken. Am besten natürlich ohne Kosten. Guild Wars habe ich dann zum Beispiel mal gekauft und gezockt. Aber nicht lange. Weil es mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht hat. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, dass es halt schon relativ alt ist. Und man halt, das kennen sich alle schon und keine Ahnung. Das ist irgendwie, ich finde das blöd. Also ich hätte Bock bei Guild Wars 3, wenn das kommen sollte, da hätte ich auf jeden Fall Bock. Da würde ich mit einsteigen. Oh nein, ich muss sogar hier ab. Sehr gut. Ich habe genau den richtigen Weg gewählt. Weil es hier so viel Verkehr am Ende ist natürlich mies. Wir haben jetzt mega viel Energie verloren. Und nicht durch mein Gequatsche. Sondern einfach, weil hier so mega viel Verkehr ist. Und ich will ja trotzdem natürlich trotzdem möglichst zügig hier durch. Weil je schneller ich durchkomme, desto mehr Punkte wird es wahrscheinlich geben. Oder Geld oder was weiß ich, was es hier gibt. Für diese Quests. Oh, jetzt sind wir schon wieder rot, ey. 6 Kilometer. Jetzt muss ich mich aber zusammenreißen. Fahre ich lieber was langsamer. Oh. Uiuiui. Da muss ich mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Oh, nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt, ey. Ich krieg jetzt auch gerade nicht so die richtige Spur rein. Deswegen schlackere ich immer so ein bisschen hin und her. So. Bisschen Platz. Da hört es auch schon wieder auf mit dem Platz.
Oh, nochmal einen dicken Klatscher kassiert, ey. Ich gucke jetzt immer oben links, wie viel Energie ich dann verliere und dann ärgere ich mich. Boah, jetzt in der Mittellinie ging so ein Pollerrasen. Das wäre, glaube ich, auch der Tod. Aber wir sind ja schon fast da. Oh! Ich muss hier abfahren. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, und da, also schreibt doch mal in die Kommentare, was, wofür ihr eigentlich so Spiele zockt. Oder was ihr gerne für Spiele zockt. Lieber für Spiele zockt. Zockt ihr lieber so Spiele, wo man stur quasi, stupide irgendwie was das Gleiche macht? Ich meine, so ein... Ihr werdet... die Spieler werden mich hassen, aber so ein LOL... zum Beispiel ist für mich auch so ein Spiel. Das ist auch so... Das passiert... Man muss zwar nachdenken, aber es passiert trotzdem irgendwie immer das Gleiche. Und man kann da auch bei abschalten. Ist auch überhaupt nicht mein Spiel, ehrlich gesagt. Gebe ich auch zu. Yeah! Stufenaufstieg! Woo! Sehr geil. Kriege ich da jetzt Crew Credits? 13.000 Bucks. 17 Erfahrung, okay. Ansehen habe ich bekommen. Oh. Die Nasenspray-Parade hier, ey. Ach Quatsch, Nasenspray. Haarspray natürlich. Ach nee, da bin ich hingefahren, okay. Doch, ist ja die Ostküste. Ich dachte, wir fahren hier rüber, aber dann hätte es wahrscheinlich ewig gedauert. Guck mal, ich bin jetzt von hier oben, von da, bis da runtergefahren. Das hat schon sehr lange gedauert. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, beim nächsten Mal... Ah, lasst mich mal ein bisschen rein hier. Die Missionen haben wir alle schon gemacht, ne? PvP-Lobby, ah, okay. Das muss ich noch machen. Da kann ich aber nicht hinreisen. Da müsste ich fahren. Das, oh. Wegpunkt setzen. Ja, machen wir mal. Da setze ich mir jetzt einen Wegpunkt. Da fahre ich jetzt hin. Und, ja, in der nächsten Folge begrüße ich euch dann da. Und hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es wieder heißt, The Crew mit dem Brennen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und tschüss.